schön hell. Ah, ich glaube, das ist der verkehrte. Es ist Schissel. Obwohl, das könnte der. Ich weiß es gar nicht. Das müsste ich mir angucken, wenn wir bei uns da unten wären. Abkaramba. Okay. Weiter gehen wir jetzt erstmal nicht. So, die nehmen wir noch mit. Komm her, Fackel. So, da noch, da noch, da noch. Ja, ich weiß, dass wir Hunger haben hier. Okay, das. So, da noch einmal schnell längs machen. Na, ich glaube, die Hacke wird nicht lang. Wir müssen gleich nochmal das andere Ding auch noch machen. So. Das ist aber noch die Rio. Das ist. Ja, das passt noch alles. Genau. Bis dahin, weil da brauchen wir nur runter. Das heißt, der muss weg. Der muss weg. Na ja, gut, wir müssten dann theoretisch doch die noch wegnehmen, die Reihe, weil dann muss da ja auch das hin, damit das gleichmäßig aussieht. So. Die Lampen müssen, also die Fackeln müssen ja auf die andere Seite. Oh, wir haben noch ein Essensding. Ändern wir gleich mal. Aber ich glaube, den hätte ich gleich wegnehmen brauchen. Den muss ich noch wegnehmen. Dann müsste es für uns eigentlich passen, ne? Dahin, 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 dahin. Da haben wir das jedenfalls dicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir was zu essen noch in der Tasche? Nö. Haben wir nicht. Wir müssen hier mal gucken. Hier haben wir noch 8 Stück. Dann futtern wir das erstmal. So. Hey. Dauert nicht mal lange, dass sie sowieso futsch. Ach, hat nicht noch mehr Steine da? So. Sogar zu hoch hier einsehe ich gerade, aber. Ja, das war so klar. Dit, dit, dit. Dit, dit. So, komm her hier. Dahin. Verdammt nochmal hier. So, dann machen wir noch eben schnell den Boden hier fertig. Dann haben wir eigentlich schon mal fast alles hier bis auf die Decke, bin ich der Meinung. Und da vorne noch die eine Wand. Aber dann ist das schon mal so weit durch. Das ist schon mal gut. Und es wird schon wieder dunkel, glaube ich, draußen. Wird schon wieder. Alter Schwede. Auf dunkel zu werden hier. Ach, mir fiel überhaupt ein. Diffi. Cool. Wenn wir nur so rumbauen, machen wir immer ja auf 0, damit es leicht ist. Also noch leichter. Damit wir in Ruhe bauen können, wisst ihr ja. So. Wir machen erstmal hier ein Lämpchen hin. Weiß bloß nicht. Wir machen auch an Sendereins auf jeden Fall. So. Dann machen wir hier nochmal eins hin. So. Das Ding kann weg. Guck mal, hier wird ja so gemacht. Und so. Okay. Ist aber auch kein Problem. Machen wir da eins hin. Machen wir da eins hin. So. Okay. Machen wir jetzt zwischen um 1. Dann ist es einigermaßen ausgeleuchtet. Das Lichtlein da drüben kommt gleich weg. Das können wir auch eben machen. Und dann fangen wir von hinten erstmal an, die Decke einzuziehen.
Okay. Wenn er meint. Klar. Da auch so. Bla 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 bla. Einfach nichts sagen, einfach hinnehmen, weil es so toll ist, dass er das macht für uns. So, machen wir erstmal da dicht. Gucke mal. Das sieht doch toll aus, oder? Wenn irgendwann mal die Zeit da ist, würde ich die auch alle nochmal umschüsseln in irgendwas Schöneres, so richtig andere Steine. So sieht natürlich jetzt ein bisschen, ja, theoretisch karg hier aus. Warum ist das so, ne? Dreier Breite, haben wir sonst auch mal Dreier oder hatten wir Zweier? Jetzt kommt mir so breit vor. Wahrscheinlich hatten wir sonst nur Zweier Breite, ne? Bin ich der Meinung. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich nur Zweier Breite genommen. Ich vermute mal nur Zweier Breite. Boing. Ja, okay, Zweier Breite. Naja, macht ja nichts. Haben wir hier ausnahmsweise Dreier Breite. Kommt mir eh so breit vor, gerade der Gang. Deswegen wirkt er wahrscheinlich auch so leer. So. Wir könnten theoretisch nochmal, aber da müssten wir abbauen und dann. Wir lassen das erstmal so. Wir lassen das erstmal so. Wir lassen das erstmal so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh ne. Duct. So. Aber Duct. Holzkiste. Und das. Okay. Das ist nicht so schwer. Also Holzbretter. So. Dann das und das wahrscheinlich, ja. Gucken wir, dass wir erstmal auf 40 kommen. Das ist erstmal ganz gut. Auch mal dahin. So, ich bin der Meinung, man muss immer weg von denen. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Wo ist jetzt da? Ich bin mal auf der Seite, war das. So, jetzt könnten wir schnell gucken. Ob er das rauszieht hier irgendwie. Oder war es genau andersrum? Muss das... Andersrum muss man von dem weg, dass das rauszieht, weil dann müssen wir hinten mit dem anderen anfangen. Kann natürlich auch gewesen sein. Ich bin da mal, das war so, hatten wir nicht angefangen. So, jetzt müssten wir 11. Aber einer fehlt uns doch. Da. Kann natürlich auch sein. Mal gucken, was passiert, wenn ich den jetzt... Ich kann es ja mal testen. Ist ja nicht so wild. Kann das ja nicht rausziehen, etwa? Weil wenn nicht, dann haben wir die ganzen Habadakts umsonst hergestellt. Und dann brauche ich dann noch einen Trichter extra für. Dass man dann Trichter drunter setzt und der Trichter... Das kann natürlich... Ja, wahrscheinlich wird es am Trichter liegen. Man bräuchte noch einen Trichter. Gut, das ist ja nicht so schlimm. Das wäre gar nicht mal so schlimm. Problem ist, glaube ich, Truhe braucht man dafür, ne? Bin der Meinung, da braucht man Truhe für. Eine Truhe in der Mitte und dann Trichter. Ja. Okay, das sind 3 Stück. Das ist schon fies. So, und Truhe hatten wir uns gemerkt. Das weiß ich noch. Wie viel sind das denn? 60, so. Truhe war so. 1, 2, 3. All is for boy. So. Das heißt, der... kommt dann dahin. Das heißt, wahrscheinlich geht da auch jetzt schon Zeug rein.
Da zieht sich das raus, genau so. Wenn ich da jetzt den ransetze, passiert nichts. Weil da, wo dieses Nübelchen, glaube ich, ist, zieht er raus. Wir können das mal testen, indem wir nochmal das kurz abbauen. Und hier einmal kurz so machen. Und so machen. Hat er jetzt was rausgezogen? Oder muss der dann erst nachträglich gesetzt werden? Aha! Das ist aber nur die Frage, zieht er das jetzt raus oder nicht? Okay, er zieht es raus. Das heißt, wir müssen wirklich denn doch von da hinten aus. Okay. Okay. Ist ja kein Problem, kriegen wir hin. Also war das doch der erste Weg richtig. Bloß, dass man halt die Trichter braucht. Aber gut, das ist schon nicht das Problem. Was ist das denn hier? Achso, das hatten wir noch gelassen. Ja, okay. Gut, das heißt, hier ran, hier ran, hier ran, hier ran, daran. Süße. So. So. Ah, dann könnten wir es eigentlich durchsetzen sogar. Also. Na, hört sich jetzt verkehrt an, aber bis zum Ende, weil wir haben ja sowieso die Trichter. Die da bis zum... Oh Gott. Haben wir nicht genug? Ach, uns fehlen genau 3 Stück. Das ist ja auch ärgerlich. Da haben wir wieder einen über. Naja, gut. Ist ja so. Wir haben bestimmt auch noch welche liegen. Vermute ich schon fast. Aber da laufen wir jetzt ja nicht extra hin, deswegen. So, warte mal. Das war so, 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 so. Und einmal das. Ah, ne, stimmt, das war nur so. Ha. Ich wusste es doch. Das war ein Test. So. Daran. Daran. Irgendwann müsste es ja leer gehen. Das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Daran. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder unseren Grünschiefer hier. So. So, so, das ist dicht. Das ist auch dicht. Da ist nichts drin. Das ist schon mal gut. Der ist auch leer. Das scheint schon mal in die richtige Richtung zu gehen. Wir können jetzt nur mal gucken, ob wir es hier noch irgendwo hier erwischt kriegen, das Zeug. Da. Also bis dahin ist es schon mal. Bis dahin auch. Oh, scheint schon mal in die richtige Richtung zu gehen. Guck mal, da ist er jetzt leer. Da auch. Das geht ziemlich flott. Also wenn man nicht hinterher ist. Kicke, kicke, kicke. Das ist verdammt flott. Da ist es. Okay, gut. Oh, da müssen wir hoch. Gucken wir mal. Das ist ja noch unser altes System in Happa. Mit den Hoopers. Hoopidupis. Ja. Ist ja noch unterwegs. Wird Glück haben, sind wir schnell hier noch. Und die Kompostelle war da. Perfekt, es läuft. Super schön. Das ist natürlich jetzt auch ein Unterschied, ne? Also es wird immer was reinkommen. Wir werden automatisch Kompost herstellen. Und dadurch können wir halt eben nachher später gut die Erde dafür nutzen halt. Also was jetzt nutzen, ist jetzt verkehrter Ausdruck halt, aber das klappt dann ja ziemlich gut. Wir haben glaube ich auch alles soweit fertig gebaut damit, würde ich jetzt mal behaupten. Wir brauchen jetzt nichts extra deswegen. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, geh rein hier. Hopp. So. Und jetzt, achso, wir könnten, ich könnte es eigentlich mal reinwerfen und gucken, ob wir das irgendwo noch haben hier. Sowieso mal die Tasche kurz aufräumen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ah, wir müssen trotzdem noch zurück. Sehe ich gerade. Das, das, das. Wir haben sogar noch auch noch was drin gehabt. Und dann. Ach ja, und das wollen wir auch gleich weg. Und das wollen wir auch gleich wegmachen. So, dann kommt das erstmal da unten einfach. Den Zimmerermanns haben wir eigentlich. Totaler Unsinn hier. Der kommt doch sowieso hier rein. So. Zum Glück haben wir. Ach, ich habe sogar noch Eisen mit dabei. Sonst, okay. Aber ich habe gesehen, ich habe, glaube ich, hier 41. Ja, ja. Also, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. 222. 1-1, also wir haben noch ein bisschen was. Ne? Goldbarren haben wir ein bisschen wenig neuerdings. Na gut, brauchen wir gerade nicht so viel. Wir haben da sogar noch eine Truhe. Eieieiei. Kohle haben wir hier noch, das ist nicht das Problem. Okay. So. Wir laufen mal über. Wir laufen mal hier oben rum. Gucken wir uns mal hier oben nochmal. Ey, lauf. Ey, lauf. Danke. Ah. So. Sieht besser aus wie der braune, graue Klotz da hinten, ne? Auf jeden Fall. So. Ah ja, wir müssen den Weg hier wieder dicht machen. Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum das hier manchmal rausfällt. Aber gut, das ist halt leider dann so. Sollen wir erstmal. Hier, das wieder dicht. Das heißt, wir haben das hier wieder fertig. Das ist schon mal gut. Und dann haben wir das angeschlossen und das produziert. Das ist gut. Das Projekt ist abgeschlossen. So. Jetzt können wir eigentlich mit der Zuzubahn eben fahren. Das geht, glaube ich, dann besser und schneller. So. Und dann machen wir das so, dass wir jetzt erstmal unten im Keller gucken müssen, bei den Gewächshäusern, dass wir das eine ja nochmal bestücken. Das heißt, wir brauchen immer 16 Stück, immer ein Stack von der Saatgut. Problem wird sein, das ist keine Saatgut, das ist, wir müssen dann das Endprodukt nehmen und das dürfen wir auch nicht in Saatgut umwandeln, ne? Das ist logisch. So, Moin. Tschö. Ich weiß bloß nicht, was wir genau jetzt anpflanzen sollten. Wir könnten natürlich in unseren Atlas gucken, den wir wahrscheinlich irgendwo dabei haben. Kaktusfrucht wäre natürlich das Beste. Hätten wir ein bisschen Kaktusfrucht noch ein bisschen mehr. Wir könnten ja einmal freilassen. Gut, wir wollen sowieso auch nochmal einen extra bauen. Da ist unser antiker Atlas. Nein. So. Wir haben ja hier unten unsere günstigen schönen Händler. Dor. Und nicht wenig, ne? Sellerie, Knoblauch. Knoblauch. So, wir müssen mal unten gucken gehen. Was ist das? Das war. Achso, ja. Das ist einfach nur der Ausgang dahin. Genau. So, hier war die Ebene. Hier ist die Ebene. Da war der Komposter, das ist uns relativ egal. Was habe ich gerade gesagt? Knoblauch, ne? Salat, Aubergine, Bambus, Ananas, Süßkartoffeln, Rettich, Erdnusspflanze, Kiwi, Traube. Also, Knoblauch, was ich gerade gesehen habe, haben wir noch gar nicht. Sojabohnen. Sojabohnen? Ne, Sojabohnen. Sojabohnen und. Ne, ist das andere da gerade? Ne? Sojabohnen und Knoblauch. Das sind die ersten beiden, die wir das mal rausnehmen. Sojabohnen und Knoblauch. Sojabohne. Was? War es ein höher? Tatsächlich. Sojabohnen und Knoblauch. Sojabohnen. Ah, da. Ein Stack. Sojabohnen. So. Ein Stack Sojabohnen. Das wird sowieso mehr verbrauchen eigentlich. Das heißt, wir müssen eigentlich noch ruhig mal zwei Stacks mitnehmen. So. Sojabohnen und Knoblauch. Knoblauch, Knobi, Knob, Knob. Das müsste Knoblauch sein. Ja. Nehmen wir auch mal zwei mit. Wir haben sowieso nicht so viel Platz. So, jetzt ist die Frage, was können wir noch nehmen? Erdnüsse, Winterkürbis wird zum Beispiel auch da genommen. Zuckermelone, Senfkörner.